In Teil 2 des Interviews erklärt Rudolf vom Hofer vertiefend den Aufbau von Grundvorstellungen, insbesondere mit Blick auf die Einführung negativer Zahlen und die Differentialrechnung. Negative Zahlen, wie sieht das da aus? Da sieht es jetzt noch anders aus, weil minus 3 gibt es ein Objekt, was minus 3 darstellt. Also plus 3, das sind 3 Elemente oder ein 3 Kammstück, aber minus 3. Also hier werden jetzt neue Grundvorstellungen erforderlich, die nicht mehr sich realisieren lassen auf der Darstellungsebene. Ich muss es hier mal zeigen, nochmal bei den natürlichen Zahlen. Hier habe ich die Zahlen, Addition, das sind wir eben durchgegangen. Wie kann ich das darstellen, was ich da, diese Operation? Durch Mengen zum Beispiel. Subtraktion wegnehmen oder abtrennen einer Teilmenge von einer Zahl. Das kann ich ganz real darstellen mit Gegenständen. Oder durch Größenbereiche, Stäbe, Kanten. Kann ich als Zahlen nehmen. Addition, ein Aneinanderlegen von Stäben. Auch das kann ich real darstellen. Aber wie ist es bei rationalen Zahlen? Mit Stäben geht es schlecht, weil es keine negativen Abstände gibt normalerweise. Ja? Und keine negativen Mengen auch nicht. Das hilft auch nichts, wenn man die eine Menge rot, dann malt die andere blau. Deswegen bleibt die rote Menge trotzdem gegenständlich. Ja, Kontomodell. Das ist doch ein beliebtes Modell. Da kann man sagen, ich interpretiere die Zahlen als Kontostände oder als Kontobewegungen, Zuständeänderungen. Da können wir unser System hier bei Addition, ganz ähnlich wie wir es eben gesehen haben an den Bäumen, sagen, Zustand ändern. Zustand, 10 Euro, minus 50 Euro und so weiter. Ne? Das geht hier. Subtraktion kann man sagen, ja, das ist rückgängig machen einer Prüfung. Also minus, Klammer auf minus 3, das ist so genauso viel wie plus 3. Kompliziert eine negative Zahl mit einer positiven zu multiplizieren, das geht auch, aber Multiplikation mit negativen Zahlen an sich, da gibt es keine vernünftige Kontobewegung, die man mir da plausibel wäre. Und Division das Gleiche. Was kann man da machen? Und da ist eine schöne Lösung. Man nimmt eine neue Vorstellung, nämlich hier beispielsweise eine rationale Zahl als Pfeil, Addition als Zusammenfügen. So, minus 2 plus minus 4. Da haben wir die minus 2, dann minus 4, wir fügen zusammen und kriegen die 6. Kann man sich ganz gut helfen. Oder hier zwei negative Zahlen werden. Eine positive, eine negative Zahl wird addiert, das geht auch, plus 5 und dann kommt die minus 2 dran, dann geht 3. Und wie sieht es aus hier bei der Multiplikation? Minus 3 mal 4, die minus 3. Minus 4 wird dreimal aneinander gelegt, dann kriegen wir halt minus 12. So, okay. Und jetzt kommt eine Geschichte, plus 3 mal minus 1. Was soll das nun sein? Und jetzt kann man sagen, gut, das wäre gut, wenn das dasselbe wäre wie minus 1 mal 3. Und das könnte ich nach diesem System kombinieren, minus 1 dreimal, das müsste dann minus 3 sein. Hier an dieser Stelle ist es aber gut, eine neue Vorstellung einzufügen, mal minus 1 als Inversion, als Wechsel des Systems um 180 Grad. Es ist ja schon klar, 3 mal 1 ist 3. 3 mal minus 1, was soll das sein? Wenn das auch minus 3 wäre, dann wäre es schon gleich egal, ob man mit einem positiven oder negativen Vorteil. Also, was wird es wohl sein? Wird sich der Betrag ändern? Wahrscheinlich nicht. Also, man kann es auch plausibel machen, mal minus 1 als Inversion, das Ganze klappt sich rum. Und das ist übrigens auch eine Vorstellung, die später auch, wenn wir Symmetrie von Funktionen oder Symmetrieverhältnisse Einheitskreis betrachten, sind so Kosinus, wie sich die Symmetrieverhältnisse da in den verschiedenen Quadranten, wenn man dann guckt, welche, wo wir denselben Sinus haben, da haben wir häufig auch bewirkt, dass Minus in den Komponenten ein Wechsel des Systems in 180 Grad. So, und wenn wir das wissen, dann ist das hier easy. Dann ist minus 2 mal 3, dann können wir nämlich hier die 2 ausklammern, so, und dann
sehen wir, dass das 6 ist. Also auch das wäre hier eine Vorstellungseinlage, die hier Pfeilmodell diese roten Bereiche noch ganz gut managt. Ja, insgesamt wären hier, das wäre eine Erweiterung von Grundvorstellungen, und das sind jetzt keine Grundvorstellungen, das sind keine Zahlen gerade und sehen, das sind ja keine Leitern und Zahlen, Pfeile, das sind jetzt keine Pfeile mit dem Bogen, es sind mathematische Sachen, und hier kommen ja auch zunehmende mathematische Strukturen rein, das inverse Element. Letzten Endes ist hier, ohne dass das so genannt wird, der Hintergrund der eindimensionale Vektorraum. Insofern ist das auch keine schlechte Richtung, wenn wir jetzt in der Mathematik uns in diese Sache bewegen. Und Qualität, was können solche Grundvorstellungsvorlagen sein? Sie sollten anknüpfen an vertraute Handlungserfahrung. Der Pfeil ist nicht so neu. Rückwärtsrechnen kennt man schon seit der Grundschule. Ne? Also, sie sollen einen neuen Bereich des Handelns abbilden, das machen wir, die Pfeile. Sie sollen mathematisches Handeln charakteristisch halten, das tun sie, denn dieser eindimensionale Vektorraum, der hat genau das letzten Endes, diese Struktureigenschaften im Hintergrund, und sie sollen überein situativen Kontext hinaus tragfähig sein und aufwärtskompatibel. Also das ist, natürlich kann man auch mit roten und schwarzen Püppchen oder mit schwarzen Bohnen und weißen Bohnen, was es alles für Modelle für negative Zahlen gibt. Das sind aber Gegenstände. Ne? Das kann man auch machen. Aufwärtskompatibel ist eher der als die roten und weißen. Ja, und ganz zum Schluss machen wir einen Sprung in die Grundvorstellung der Differentialrechnung. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt hier. Was muss man denn eigentlich für Vorstellungen kombinieren? Und wenn man das verstehen will, und das sind zum Beispiel eine Differenz als gerichteter Abstand. Nicht als wegnehmen. Ja? Also unsere gute alte Subtraktion ein bisschen fortgeschritten als gerichteter Abstand. Dann Quotient. Nicht als Verteilen von Kartenspielen, sondern als Verhältnis Delta F bezogen auf Delta X. Ja, auch das hat seine Wurzel ja in diesem Algorithmus dividiert. Dann Limes, einerseits als dynamische Grenzwertvorstellung, andererseits als Objektvorstellung, ja, wobei man vielleicht erst diese durchlaufen müsste, um das Limes zu kapieren. Vielleicht. Da gibt es auch interessante Studien zu. Und Funktion als Zuordnung, Kooperation, Objekt. Und wenn man das so sieht, dann kommt man jetzt nur mal als Beispiel für komplexe Tangentensteigung, Grafik, lokale Rate anwendungsbezogen, lineare Approximation, ist wieder was anderes, oder hier Verstärkungsfaktor in der Fehlerrechnung. Ne? Wie wackelt, wenn ich bei mit Delta X wackele, wie wackelt eigentlich dann Delta Y mit dem Faktor F'? Und wenn man das an unsere Bäume reinmalen, dann sieht das halt so aus. Ja, das ist ein kurzer Ritt vom ersten Schuljahr bis in die gymnasiale Oberstufe. Und mit der Folie möchte ich enden. In der weiteren Entwicklung des SEC kommen eben zunehmend neue sekundäre Grundvorstellungen hinzu. Die alten werden nicht ersetzt, relativiert, erweitert. Und insgesamt im Idealfall entsteht dann ein vernetztes System von primären und sekundären Grundvorstellungen. Und man sollte die Wurzel zu den alten Vertrauten nicht verlieren. Also diese Zeit mit ganz schönen Wurzelbahnen nicht so schnell umfällt. Ja, vielen Dank. Also vor allem diese Metapher der Wurzeln, die den Baum stützen, tragen, überhaupt helfen, ihn aufzubauen, gefällt mir sehr gut, um irgendwie zu verstehen, was damit gemeint ist mit dem Konzept. Auch das Wort Grundvorstellung sagt ja schon, das liegt irgendwo ganz unten und bildet so das Fundament. Das ist sehr, sehr anschaulich. Also vielen Dank für die Ausführung. Wenn du Fragen zwischendurch hast, dann kannst du das ruhig sagen. Ansonsten frag mich zum Schluss, was ich habe und so. Und dann, ich habe jetzt ein paar Sachen zusammengestellt. Ja. Eine
Unterscheidung, man kann primäre und sekundäre Grundvorstellungen unterscheiden. Primäre, die entwickeln sich praktisch in der Vorschulzeit durch Handlungen mit ganz realen Objekten, zum Beispiel verteilen, zusammenfügen, Addition als zusammenfügen, Division als verteilen oder so. Sekundäre, die entwickeln sich mehr in der Schulzeit unter mathematischer Überweisung, also mit Termen, Gleichungen, Graphen und so, oder haben insofern keinen gegenständlichen Charakter. Diese primären kann man schön darstellen mit Äpfeln und richtigen Handlungen, also realisieren sozusagen. Die sekundären kann man eben auf dieser Ebene nicht darstellen. Da habe ich letztens auch mal eine spannende Frage gekriegt, ob man auch Tertiäre nehmen kann, wenn man Grundvorstellungen hat, die schon auf sekundären Grundvorstellungen aufbauen. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, das zu unterscheiden, aber fand ich eine interessante, tiefergehende Frage, wie weit gestaffelt kann man da eigentlich in den Vorstellungen und den abstrakten Konzepten gehen? Ja, na gut, das würde ich jetzt aus dem Kopf würde ich erstmal sagen. Also ich habe mir bis jetzt eigentlich nur diese grundsätzliche zwischen primären und sekundären klar gemacht. Und es gibt ja zwei Unterscheidungen. Kann man sagen, primäre sind die entwickeln sich in der Vorschule, sekundäre in der Schulzeit und sagen wir mal im Studium, wenn du jetzt mit höherer Mathematik einsteigst, tertiäre, kann man sagen. Ich sehe aber den Hauptunterschied woanders, nämlich in der Darstellung von Grundvorstellungen. Da kommen wir gleich noch zu. Die Grundvorstellung addieren als zusammenfügen. Das kann ich anhand von Gegenständen machen. Drei Äpfel und fünf Äpfel, ich nehme sie zusammen. Ja, und dann ich habe die Bewegung und die Abwehr zum Beispiel. Bei den negativen Zahlen geht das schon nicht mehr mit Gegenständen. Gut, und bei den Tertiären, lass mal das mal als offene Frage, da denke ich mal drüber nach. Und wenn man das so sieht, dann kommt man jetzt nur mal als Beispiel für, ich weiß nicht, Benjamin, würdest du das als Tertiär jetzt nennen? Ich würde sagen, als komplex, ne? Ist eine komplexe. Bitte. Ich habe noch eine Frage. Grundvorstellung gibt es ja quasi zu jedem Lerngegenstand der Mathematik. Und erwähnt hast du jetzt die Grundrechenarten, Bruchrechnung und dann Funktionen bis hin zur Differentialrechnung. Und deine Arbeitsgruppe forscht ja auch immer noch dazu. Welche Bereiche sind denn noch gut erforscht in Bezug auf Grundvorstellungen, also stoffdidaktisch erschlossen und empirisch vielleicht sogar überprüft? Wo gibt es noch Betätigungsfelder für zukünftige Forschung und wo siehst du die größten Bedarfe? Also ich weiß, Alexander Salle kümmert sich gerade um die trigonometrischen Funktionen. Wo wird noch gerade aktuell gearbeitet oder wo müsste man vielleicht noch was tun, wenn du das so ad hoc beantworten kannst? Ja, also es gibt viel zu den Grundrechenarten und da kommt eigentlich die Idee von Grundvorstellung eigentlich auch eher aus der alten Rechendidaktik. Ja. Da gibt es viel Brüche, gibt es auch sehr viel negative Zahlen ein bisschen. Bei der Algebra gibt es ein bisschen was. Und Malle und seine Arbeitsgruppen in Wien haben da damals was gemacht. Es gibt vielleicht auch neue Sachen zur Algebra, zu Gleichungen, Funktionen und zur Funktion und zur Analysis gibt es auch einiges. Ne? Das hat ja heute Blum in Kassel damit angefangen, aber jetzt auch Weigand und Ziller und vielleicht mein Kollege aus Münster. Also Seefrag, ne? Also da gibt es jetzt auch viele. Dann vor kurzem hat in der Schweiz Weber was zum Logarithmus gemacht, Alexander Salle zu trigonometrischen Funktionen. Und da habe ich auch gerade einen Referenten, der sich damit befasst, ein bisschen genauer mit trigonometrischen und Exponentialfunktionen. Also dann gibt es ein bisschen was zur Stochastik, aber das ist aus meiner Sicht noch ein Feld, was recht interessant ist und wenig systematisiert ist. Ja, Vorstellung zu Mittelwert, ist dies und das, ne? Mittelwert in der Mitte und es gibt den Durchschnittswert und was ich weiß. Und dann gibt es alle möglichen Mittelwerte. Also sagen wir mal so, Verständnis der Mittelwerte finde ich schon mal ein super Dissertationsthema. Ne? Mittelwert, wenn man dazu auch ein paar deskriptive Studien macht und dann rauskriegt, was
Was lernen wir überhaupt davon halten, in diese Richtung gehen? Was, wo es wenig gibt, ist die ganze Geometrie. Und das hat damit zu tun, dass die, also in den 80er, 90er Jahren, als wir die ersten Leute damit befasst haben, haben gesagt, ja, Geometrie ist ja sowieso anschaulich, da braucht man nicht noch Grundvorstellungen, man sieht ja alles. Ne? Also was ein Winkel bedeutet, das sieht man ja ganz offensichtlich, aber was jetzt dieser oder jener Term bedeutet, sieht man nicht so offensichtlich. Ne? Also so. Aber auch das, ich glaube, dass Geometrie, dass es doch schon sinnvoll ist, sich zu überlegen, was Vorstellungen zu, für ein, in welchen Bereichen man da noch über Grundvorstellungen nachdenken sollte. Also Stochastik, Geometrie fällt mir vor allen Dingen ein, was so von der normativen Seite. Von der deskriptiven Seite gibt es viele Studien, internationale, zum Grundschulbereich und zu Bruchrechnen. Die sind ja oft weniger mathematisch, sondern eher erziehungswissenschaftlich orientiert. Ne? Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also bezogen sagen, die Psychologen, die können Bruchrechnungen noch, aber was danach kommt, können die nicht. Ich rufe mich dann ganz irgendwie über die Finger davon. Manche versuchen sich dann mit elementarer Wahrscheinlichkeitsrechnung, das sind aber auch ganz üble Aufgaben, die die dann da verbraten zum Teil. Alles, was jetzt nach der Bruchrechnung kommt, dazu gibt es wenig deskriptive Sachen. Ne? Also Funktionsbegriff mal ausgenommen, da gibt es schon viel seit den 70er Jahren, bekannte Fehlvorstellungen. Und so zur Algebra würde ich sagen, zur Geometrie und zur Stochastik. Und was wirklich noch relativ offen ist, ist, was man unter der Genese von primären Grundvorstellungen versteht. Das ist relativ klar. Da denkt man auch heute an Piaget, wie das geht, was macht man so, und dann hat man es im Kopf und so. Aber die Sinnkonstituierung von sekundären Grundvorstellungen. Also welches, was das für mentale Prozesse sind, ist sowas wie der Differenzenquotient sich als tragfähige Änderungsrahmenvorstellungen manifestiert. Das ist relativ komplex und da gibt es zu wenig zu. Da muss man ja nicht gleich im Schlimmsten jetzt arbeiten, ja. Aber das wäre bei vielen Sekundarstudieninhalten wäre es schön, mehr zu wissen, wie die normativen Vorstellungen, also die angedachten Zielvorstellungen, wie die wirklich, inwieweit und ob und in welcher Form die wirklich deskriptiv sich etablieren oder ob sich da ganz anders vorstellen. Das wäre jetzt soweit meine mittellange Antwort. Ja, vielen Dank auch für diese spannenden Einblicke in aktuelle Forschung. Dann sage ich nochmal ganz vielen Dank für den Vortrag und vielleicht sehen wir uns in diesem Format ja auch nochmal wieder. Okay.